So Leute, da sind wir beim nächsten Booster-Opening und ich habe herausgefunden, ich habe anscheinend irgendwann letztes Jahr aufgehört, Promopacks aufzumachen. Und ja, deshalb fehlen eine Menge Promopacks in meiner Sammlung und deswegen machen wir ein Promopack Mitternachtsjahr Innistrad auf und gucken uns mal dieses Promopack an. Hier mit einer echt strangen Verpackung. Ich weiß nicht, ob die immer schon so waren oder ob ich mich nur nicht mehr daran erinnere, aber ja. Innistrad hat eine sehr seltsame Verpackung und fühlt sich auch sehr, sehr seltsam an. Gucken wir uns mal an, was wir haben. Wir haben einen verlassenen Strand, der kommt getappt ins Spiel, es sei denn, man kontrolliert zwei oder mehr Länder. Okay, das sind sehr harte Slowlands. Kommt tappen für ein weißes oder blaues. Dann höllischer Griff. Ein schwarzes, ein farbloses. Wir zerstören eine Kreatur und verlieren zwei Lebenspunkte. Sehr, sehr gute Karte. Und dann haben wir Halsstarriger Schwertzahn. 3 Mana 5/5 mit Aufstieg. Falls man 10 oder mehr bleibende Karten kontrolliert, erhält man den Rest der Partie Segen der Stadt. Und du darfst in jedem Zug ein zusätzliches Land spielen und kann nicht angreifen oder blocken, es sei denn, du hast den Segen der Stadt. Hinten drauf hier noch ein Arena-Code, wie immer. Und ja, das war so ein kleines Promopack. Ihr wisst ja, die Promopacks sind immer ein bisschen kürzer. Und ja. Mal gucken. Ich finde sie dieses Mal nicht schlecht. Ich mag die und da geht mir Licht aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, bleibt gesund. Ciao, ciao.